Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier im Marsch. Ich werde jetzt Ladung Weizen Richtung Malzfabrik fahren. Also nur mal Weizen finden. Ist ja ganz anfangs, ne? Der erste Punkt. Halt. Davon haben wir reichlich. Und ein bisschen noch im globalen Markt, also so ist es nicht. Wir haben reichlich rum. Thüringen wird aktuell gerade die Aussaat vorbereitet und begonnen. Also die nächste, ja, Nachschub wird bald kommen. Also wenn wir eher hier das Problem haben, dass wir keinen Hopfen haben. Ne? Also das ist eher das Problem. Aber von der Fruchtfolge kann ich da in Thüringen nicht viel anbauen. Das ist das einzigste Problem. Aber wir haben ein bisschen Reserve, das ist halt nicht. Wir haben ja Reserve vor allen Dingen schon im globalen Markt von der letzten Saison, Thüringen. Ich meine, nur dazu sagen, ich habe die Karte neu gestartet und dadurch ist die alte Fruchtfolge nicht mehr gültig. Ne? Also ich muss jetzt gucken nach den Feldern, was aktuell ausgepflanzt worden war. Ne? Also so wie hier jetzt links, ich glaube Weizen oder Gerste war. Ja. War da halt plötzlich was anderes drin, ne? Wenn eine neue Karte im Starten, ein Stück gestartet wird, dann ändert sich auch die, also im Grunde musste eigentlich die Frucht drin sein, die standardmäßig drin ist. Hat sich aber geändert, weil ja viele Fruchtsorten dazugekommen sind. Elefantengras. Habe ich jetzt aus und bin ich jetzt bei, sag mal so. Bin dabei und sehe es aus. Dann mal schauen. Wie viel das bringt. Ne? Das ist ja wirklich zu Silage machen. Ob das im Silo auch Elefantengras Silage wird, das ist die andere Frage. Ne? Das weiß ich nicht. Und normalerweise, wenn du reinkippst in so ein paar Meter, da kommt ja kein Elefantengras Silage raus. Also kann aber sein, dass die Silos dazu machen, weil es ja geht ja um. Na, den Maisdenkster hier bei dir und so. Darum geht das. Das ist ja kompatibel mit dem mit Mais. Und ich vermute, das hängt damit zusammen. Aber später dazu mehr. Das muss erstmal wachsen. Ne? Dann ist ja da gerade mal die Aussaat begonnen. Tag 2. Und hier wird nochmal die Malzfabrik versorgt mit einer kräftigen Ladung Weizen. Und dann werde ich mal sehen, dass wir Paletten noch verteilen, und zwar Richtung Molkerei. Die muss Paletten haben. Ja, unser Hopfen ist noch lange so weit. Macht aber gute Fortschritte. Ne? Ja, die Version 2.3, fragt mir nicht, was da neu ist. Ich bin noch nicht so weit. Der ist fertig, da können wir gleich mal drauf zu. Dann kann der andere nämlich starten, Gruppe. 13. Einsteigen. C. Und einsteigen. So, dann kann der Gruppe. Geht ja darum, dass ich die Düngestufe jetzt im Prinzip jetzt auf Null stelle. Also der, dass man hier normal düngen können mit der Sämaschine. Darum geht's. So. Den fahren wir jetzt kurz entlassen. Mal gucken mal, wo wir fahren können. Also die 1 könnte gemacht werden und die 15 und die 2. Werden wir auch tun. Und der kann indessen aller Ruhe ruppern. Brauche eh ein bisschen länger, ne? Aber wie gesagt, das ist Versuch. Ob das klappt, klappt schon, aber wie gesagt, ob das Sinn macht, ne? Ob ich da nicht eh genug Zeit hätte zum Düngen, meine ich jetzt, ne? Die Runde will ich mir so machen. Also jetzt nachher
die Aussaat vornehme, also Raps, auf die Flächen. Und wenn der Raps einmal gekeimt hat, dann kann ich auch düngen, weil ich das düngen. Dann kann ich nämlich gleich Unkrautbekämpfung vornehmen. Ja, vorbeugende Maßnahmen. Wenn das auf dem Feld nämlich zu sehen ist, dass das dunkel ist, dann geht es. Und dann kann man hinterher auch gleich wieder düngen. Dann heißt das, sind wir dann, bevor es überhaupt wächst, mit Düngen durch. Haben dann für andere Sachen noch Zeit. Ne? Das geht hier halt so. Das ist völlig wurscht. Die Hauptsache ist dann dreimal gedüngt. Dunkelblau ist dunkelblau. Ne? Besser wäre ja normalerweise ein Frühjahr, wenn das braucht. Ne? Aber in dem Fall ist es hier völlig wieder. Es ist noch nicht so optimiert. Feld 1 wollte ich fahren. Ne? Und ich habe ein Düngefahrzeug weggefahren. Ne? Gut, ist egal. Wir können mit 1 arbeiten. Das geht ja vollkommen in Ordnung. So. Jetzt löschen. Kursgenerierung. Feld 1. Düngen geht ja schnell. Das ist ja ein Klacks. Ne? Das ist das Schöne. Wenn die Felder zusammenhängen, sind dann da entsprechend von Feld zu Feld. 3 ist schon fertig gedüngt, glaube ich, ja. Dann 1, 15 und die 2. Bin mir nicht ganz sicher, ob schon. Mal gucken. Wie gesagt, das ist das Problem. Gut, da funktioniert auf jeden Fall. Da habe ich schon gedüngt. Gut. Wenn da braucht nicht nochmal düngen. Da habe ich auch gedüngt. Aber ich muss den Traktor wegnehmen. Und schneckert mir nachher mein Kumpel. Und wenn wir gleich mal das fahren wir in Strohlager rein. Also der Regen wird das Stroh jetzt schön entfernen. Also ja, mein Gott, das wird näher untergepflügt und gut ist nicht. Oder untergegrubbert oder halt wieder nächstes Mal Aussaat auch erledigt. Ne? Aber wie gesagt, die Aussaat, das dauert noch ein paar Tage, bis ich Raps aussehen kann. Raps kann ich anfangen, also als anderes ist noch zu früh. Da wird halt nächstes Jahr ein bisschen weniger Getreide ausgesät. Also, ja, aber nächstes Jahr muss ich sehen, dass ich da mehr Felder kaufe und können wir das entsprechend noch alles hinkriegen. So. Dann können wir dann entsprechend weiterfahren, ne? Kommen ja zu nichts, ne? Aber so ist das. Da denkst du, hast Zeit? Hast keine Zeit. Ist nicht. Das sind noch so viele Produktionen, die wir machen. Aber gut, da würde ich im Winter alles liefern. Ne? Malzfabrik würde ich würd hier auch eingehen. Ne? Also hier. Aber da habe ich automatischen Kurs. Da muss immer leer sein. Da kann er aller Ruhe fahren. Ne? Da kann ich 2 Traktoren einstellen. Hier einen Hänger und da kann ich einer Weizen und eine Gerste fahren. Ne? Da sind wir. Ja, das ist alle. Paletten noch genug da. Das reicht noch. Ersten gleich. Trigger sie ein später. Aber ist okay. 27%. Was ist da noch irgendwie bei? Ist ja nicht so gut, wenn man so heiß. So, der nächste Anhänger. Früher war mal cool gewesen, ich war ja gedrückt wieder. Alter, 20 Grad. Da arbeiten so viele Programme nebenbei. Sonst. Ja, das Gras ist ja Schweinefutter, dann kann man nicht mitnehmen, ne? Fürs Lager. Da kommen wir so rum. Das sieht eng aus. Jemand hier so eine Tonne eingestellt hier.
ganz schön eng hier. Hätte ich größer ausholen sollen. Der nächste wird noch blöder. 9000, naja, immerhin, ne? Schweine für einen Tag kann sein. Ich glaube, hier mit Tricksen. Pitchfunk. Wir können Schaden hier haben, also. Die Fahrzeuge jedenfalls. Wasser? Ja, doch, gut. Gut gefüllt. So, bin rüber geschoben, anders geht's ja gar nicht. Geht schon, ich wollte ausfahren müssen. So, mal sehen, ob wir wieder Gras machen können. Rechts kommen wir nicht rum, das geht nichts, dann müssen wir ja links reinfahren. Ein Hopfenfeld, das ist ja gar nicht gut. Hopfen ist ziemlich teuer beim Kauf. Das schmiert ein bisschen den Gewinn. Aber wiederum verdiene ich trotzdem besser, wenn ich das ganze Getreide da entsprechend besser verwerten kann. Ne? Also wenn ich jetzt theoretisch Getreide pur verkaufen würde. So, jetzt geht's zurück zum Hof. Da müssen wir den Anhänger tauschen und dann Paletten verteilen. Und zwar Richtung Molkerei hat gefehlt. Fleisch haben wir keins da gehabt. Dann haben wir es alle. Vielleicht Pellets, ne? Da könnte was sein, was voll ist. Mal schauen. Wir müssen da ein bisschen Platz schaffen für die nächste Produktion, das ist ja durchaus möglich. Da ist ja nur Heu da und Heu und Stroh. Hackschütze mal hier Papier draus. Und Klorollen, die mehr. Ja, unser Sägewerk ist auch unterfordert, ne? Aber das schafft ja alles gar nicht. Bäume fällen. Macht einen Haufen Arbeit. So, da sind wir wieder. Richtung Lager fahren wir gleich ran. Da fahren wir eine Höhe ran. Equipment aus. Und dann werden wir den Anhänger, die Hänger wieder hinstellen und dann Lohnzahler, ja, guter Lohn. Kursplay, ne? Und kippen wir ab die rund 9000, ne? So. So. Also heute würde ich ein bisschen anders bauen, aber wie gesagt, das ist immer hinterher schlauer, ne? Aber das, vor allem wegen Kursplay, das ist ein bisschen ungünstig. Wenn wir Fahrzeuge verparken, dann hast du schon Probleme. Da ist ein blaue, den nehmen wir gleich. Dann können wir den hier reinfahren. Das hatten wir letztes gemacht. Wir hat, ja, ich habe noch Silage reingekippt im globalen Markt. Weil ich in Thüringen ohne Silage haben wollte. Geht ja ums Schweine, Kühe. Hatte aber, das ist eine Ecke. Hatte aber dann doch anders vom Lager gekauft. Das war doch, ging auch. Und das haben wir, ich guck mal hier. 44.000. Gülle und Mist ist noch genug da. Da müssen wir morgen früh wieder reagieren. Wir fahren jetzt Richtung Pellesserich. Das sollte noch da drin sein zu verkaufen. Da können wir noch Zement verkaufen. Und wie gesagt, da sind mal Gruppen. Düngen Feld 1, das machen wir ja Feld. Alles schon fertig. Kommt ja auch schon, das machen wir ja fertig. Das Düngen eigentlich mit durch. Weil alles haben wir nur Stroh gesammelt gehabt. So. Hier mal gucken, was wir da haben, ne? Stroh und Heu. Ich werde aber erstmal nur Stroh rausnehmen. Stroh. Und zwar deswegen, weil das Kraftwerk nimmt nicht alles an. So. Oder immer Heu.
Heu. Holz, Stroh, Heu. Naja, ist nicht weit voll, ne? Zeugen. Müssten wir eigentlich voll bekommen. Mit 40 Paletten. Mit Heu lässt sich gutes Geld verdienen. Oh, juckt. Ach, so. Haben wir hier. Wir hatten vor. Muss ich ändern auf. Leider kann da keine Paletten aufladen oder hier. Keine Strohball von Strohbett an. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten. Gute Anhänger. Gute. So, aufladen, ne? Wenn wir noch alles noch per Hand aufladen müssten, naja gut. Dann müssten wir eine Preise verlangen, ne? 22 werden. Dann brauche ich nochmal 8. Dann haben wir 20. Ne, dann haben wir 40. Der Flügermeister ist fertig, garantiert. Muss ich da noch was machen? Also da kommt ja auch. Was kommt? Da wird wahrscheinlich ein Rad reinkommen. Denn da, wo jetzt Treide ist oder war, kann ich von der Fruchtfolge her. Ich könnte schon, aber möchte aber doch ganz gerne. Das einhalten, ne? So 8 Stück. Das passt. Wir können noch einmal Strohplätze kaufen. Davon alles. 22 und 38. Junge. Lange her die Schule oder was? Dann gehen wir rein. 30. Theoretisch 10, aber 10 kriegen wir zusammen. Eine ganze Reihe. Ja, 10 Stück. So. Na gut, immerhin 8, ne? Der ist fertig. So, 13 ist er bei. Auf 1. Entlassen. Wo war ich? Da oben. Hier waren Paletten auch knapp, ne? Jo. Knapp ist gut. Also Paletten für hier und für Molkerei. Das können wir gleich machen nachher. Mal gucken, wo Heu Pellets genommen wird. Ist ja das, also Heupaletten und Strohpaletten, also ich weiß vom Bahnhof, so, also Heupaletten, also Heupalets, das ist ganz ganz hinten. Symbole sind schön, alle in Farbe, Stroh nicht und Heu, na gut, doch, kann man sagen, ist Farbe, ist nicht weiß, Stroh, Heu. Reifeisen. Na gut, dann kommen wir hin. Hatte ich gerade wieder Dings aktiviert gehabt. Starke Bauer. Ich kann auch nicht einsteigen. Mit Rechtstaste muss man enden. So, geht's zu Reifeisen. Ob ich hier Lose rausfahren kann, muss ich mal probieren. Interessant. Das wäre die Sache einfacher machen, ne?
Du brauchst keine Paletten. So, jetzt haben wir Zeit. Oh, belängelt. So, liebe Schauer, das soll es auch für euch schon gewesen sein. Ich sage euch schon Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao. Ja, worum geht's hier weiter? Hier auf dem Arsch. Im Verkauf von Heuplatz. Tschüss.